Hallo und herzlich willkommen im Wald. Folgendes, ich hatte ja ein spontanes Video gemacht, Moment, wo steht's? Mit diesen komischen Hügeln, die ich jetzt einfach mal als Grabhügel angesprochen habe. Und hatte dann ja hinterher dann auch recherchiert, dass es sich wahrscheinlich nicht um Grabhügel handeln kann, bin aber auch nicht drauf gekommen, weil überhaupt nicht aus der Region, ne? Was es sonst sein könnte, auch wenn es aller Wahrscheinlichkeit nach eben keine Grabhügel sind. So, und praktischerweise gab es genügend Leute, die wussten, worum es sich handelt. Das ist natürlich schön, wenn man ein gebildetes Publikum hat, das bei einem zuschaut, dann ist sowas überhaupt kein Problem. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das rucki-zucki und so einfach und lückenlos aufgeklärt werden konnte. Und für diejenigen, die es interessiert, dachte ich, nutze ich jetzt mein dazugewonnenes Wissen und erkläre jetzt gerade noch mal schnell für alle, worum es sich handelt. Ah, streng genommen sollte das ja lieber jemand machen, der das Rätsel hat lösen können, aber da ihr ja vermutlich da kein großes Interesse dran habt, euch zu diesem Zwecke einen YouTube-Kanal zuzulegen oder beziehungsweise halt eben entsprechend ein Video aufzunehmen, dachte ich, mach das halt ich, so gut ich das dann eben kann. Und wir müssen das auch nicht super, super lange in die Länge ziehen, weil ich bin halt kein Experte und kann da nur so ein paar relativ einfache Rechercheergebnisse weitergeben. So, also es handelt sich um Kupferschiefer-Abraumhalden. Also man hat Kupferschiefer da abgebaut und dementsprechend Abraumhalden ausgeworfen und diese Hügel sind genau das. Sie sind schlicht Abraumhalden. Ja, bin mit der Kamera noch nicht ganz zufrieden, muss ich nochmal dann rumdrehen. Jetzt besser. Also folgendes. Wer hat das rausgefunden? Dementsprechend ein herzliches Dankeschön an, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also haben ein paar andere Leute auch noch hingeschrieben, aber die sind mir besonders positiv aufgefallen, die ich hier jetzt kurz erwähnen möchte. Das wären einmal vor allen Dingen Enrico Ulrich, dann Verges K., Plan C wie Chaos, dann fünfmal ein Sternchen, und der T. Holm oder die T. Holm oder ja, das ist immer nicht ganz einfach aus, ja, drauf zu kommen, welches Geschlecht die entsprechenden dahinter steckenden Personen da jeweils haben wo, mögen. Es sei denn, steht dabei. So, ja, also vielen herzlichen Dank. Ihr habt natürlich alle recht. Das hat mir sehr weitergeholfen und das finde ich toll. So. Dann nochmal ein Spezialdanke an Marco Müller für den Link zu einer hervorragenden Sammlung alter Karten. Das ist dahingehend schon mal interessant, weil man allein durch diese Karten von der Recherche her schon mal drauf kommt, dass die Hügel bereits in sehr alten Karten schon eingezeichnet sind. Das heißt, die müssen nochmal deutlich älter sein als, ja, circa 200 Jahre waren es, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf. Das heißt also, auf alten Karten nachgucken, wenn man was entdeckt, was möglicherweise alt ist, dann ist es immer gut, wenn man da mal schaut, ist das schon eingezeichnet? Aha, okay, dann ist es mindestens so alt wie die entsprechende Karte. Und wenn es da noch nicht eingezeichnet ist, dann hat sich's erledigt, weil dann ist es logischerweise jünger. Ha? Oder die Karte taugt nichts und es ist einfach nicht eingezeichnet, weil es nicht eingezeichnet ist. Das kann potenziell auch sein. Aber ja, also jedenfalls diesen entsprechenden Link zu diesem tollen Kartenmaterial kannte ich noch nicht. Vielen Dank. So, und dann nochmal für einen weiteren Link zu einer vegetationsgrundlichen Untersuchung dieser entsprechenden Landschaft, muss man sagen, jetzt nicht speziell der Hügel, wo ich jetzt drauf rumgekraxelt bin, sondern der gesamten Landschaft. Das war für mich natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr interessant an den VT aktuell. Jawohl, also auch das, vielen herzlichen Dank. So. Danksagungen sind ja normalerweise nichts, was ich regelmäßig mache, schon gar nicht namentlich, aber da ich in diesem Fall wirklich keinen Schimmer hatte und auch lange mit mir gerungen habe, ob ich das Video so dann überhaupt veröffentlichen will oder nicht, hat mich sehr gefreut, dass das doch dann ganz gut funktioniert hat, weil... Was habe ich gemacht? Nachdem ich zurückgekommen bin, mir das Zeug auf dem Computer dann angeschaut hatte, das Bildmaterial, und dann eben entsprechend erste Recherchen im Internet angestellt habe,
Ich habe mir alles angeguckt, was ich irgendwie finden konnte. Und primär habe ich natürlich nach Bodendenkmälern bzw. Grabhügeln und solchem Zeug gegoogelt. Und das ergab halt alles null Treffer. Ein paar Leute haben mir die Kommentare geschrieben, schau doch mal bei ja, irgendwelchen Verzeichnissen von Bodendenkmalen sonst wo und so und so weiter und so fort nach. Da müsstest du fündig werden. Ja, genau das habe ich gemacht und bin eben nicht fündig geworden. Und in diesem Fall muss man dann sagen, kein Ergebnis ist natürlich auch ein Ergebnis und kein Ergebnis bedeutet in diesem Fall, ja okay, dann ist es offensichtlich kein Bodendenkmal. Natürlich, ich hatte ja spaßeshalber in die Videobeschreibung geschrieben, theoretisch wäre es auch möglich, dass die Teile einfach noch so unbekannt sind, dass ich gerade der Erstentdecker bin. Aber sind wir mal realistisch? Nee, davon darf man nun wirklich nicht ausgehen. Das kann passieren, wenn du deinen Acker umgräbst und plötzlich buddelst du einen bronzenen Kelch oder irgendwie sowas auf einer vollkommen stinklangweiligen Ackerstruktur aus. Dann besteht die Chance, dass du tatsächlich der Erstentdecker von was Wichtigem gewesen ist. So zum Beispiel auch bei verschiedenen Keltengräbern in Deutschland der Fall gewesen und irgendwelche Wikinger-Schätze hat man auf diesem Wege ja auch schon ausgebuddelt. Das ist dann natürlich immer eine Sensation und großartig und ganz, ganz toll. Also insbesondere auch für mich als archäologisch interessierten Laien, völligen Laien, aber interessierten Laien, ist das immer eine ziemliche Sensation, wenn sowas passiert. Dass man also so eine sichtbare Struktur die ganze Zeit übersieht und jetzt fahre ich dran vorbei und entdecke da was, das noch nicht bekannt war. Das wäre sehr schön gewesen, ist aber dann doch einfach, an sowas habe ich noch geglaubt vor 20 Jahren. 20, ja, nicht vor 30, das da sowieso, aber vor 20 vielleicht auch noch. Gut, egal, aber das ist auf jeden Fall nicht sehr realistisch. Warum, jetzt nochmal vielleicht zur Erläuterung, warum renne ich da rum und bin so absolut davon überzeugt, dass es sich um eine Nekropole handelt? Naja, ganz einfach, weil nach dem, was ich kenne, ja, was ich bisher so gesehen habe in meinem noch nicht weit genug gereisten Leben offensichtlich, kann das in der Südhälfte zumindest von Deutschland, so ein Feld, eigentlich fast immer nur eine Nekropole sein. Ja, fast. Und wenn dann noch eben diese Löcherchen da oben drauf sind, ne, dass jedes dieser Dinger angegraben aussieht, als wären die Grabräuber drüber gegangen, dann ist das schon verdammt verdächtig. Und dass die auf einem heutigen Feld liegen, da wurde ich auch ein paar Mal angesprochen, dass das wohl nicht ganz eindeutig war mit der Sache mit den Bäumen oben drauf, komme ich gleich noch zu, aber dass die auf einem heutigen Feld liegen, ist auch ganz typisch, ja, dass die also nicht super, super versteckt irgendwo total abgelegen im Wald sind, sondern auf einer recht einfach zugänglichen Fläche und dann sind so viele und so verstreut, ohne dass da irgendein bestimmtes Muster erkennbar ist. Auch das sehr, sehr typisch. Und lediglich zu groß sind sie. Deswegen bin ich ja auch so begeistert in dem entsprechenden Video über die Größe von den Dingern, dass ich das ja noch nie gesehen habe, dass die so riesig sind. Natürlich macht einen das auch stutzig, ja, aber das ist halt die Frage, bist du in so einem Moment skeptisch? Nein, das kann nicht sein, dass die so groß sind. Oder bist du halt eher begeistert, boah, die sind ja riesig. Und ja, ich bin ja wegen ganz anderen Gründen im Harz unterwegs gewesen und hatte dementsprechend überhaupt nicht dran gedacht, das weiß ich auch, wenn man mich dann ein bisschen drauf stößt, dass das ja eine massive Bergbauregion gewesen ist und ja, theoretisch auch heutzutage noch sein könnte, wenn es sich dann auch wirtschaftlich lohnen würde, was es, glaube ich, meines Wissens nirgends tut. Gibt es noch irgendwelche aktiven Bergwerke? Weiß ich nicht. Habe keins gefunden, habe inzwischen ein paar besichtigt. Museumsbergwerke, aber ein aktives, da wüsste ich jetzt nicht. Ne? Kalkstein wird irgendwo noch abgebaut, aber sonst, jedenfalls. Wenn man also eben aus einem Teil Deutschlands kommt, wo solche Hügelfelder fast immer eine Nekropole sind, was heißt fast immer? Ich würde so weit gehen, dass es eigentlich kaum eine andere Erklärung gibt, nicht für so eine Struktur bei uns in Süddeutschland. Und man dann nicht lange drüber nachdenkt, dann kann das halt mal passieren, dass man eben aus dem Gewohnten auf das Fremde schließt. Und das ist dann falsch. Ich möchte zu meiner Ehrenrettung ja noch hinzufügen, dass ich ja gleich am Anfang sage, dass das Video eben, dass ich das, was da entdeckt habe, wahrscheinlich nicht das ist, was ich entdeckt habe. Aber ich hatte wenig Zeit, ja, ich musste aus dem Auto aussteigen, mir das ganz schnell angucken und dann schnell wieder weiterfahren. Und so ist das halt eben entstanden. Und ich persönlich
schäme mich eigentlich nicht. Ja, die meisten Leute wären dran vorbeigefahren. Ich habe es mir immerhin angeschaut und es war jetzt noch zu was gut. Wenn auch nicht das, was ich in erster Euphorie gedacht habe. Ne? Übrigens, ich wollte noch mal sagen, die Sache mit dem Feld und dem Wald und so weiter. Die Kelten haben ihre Grabhügel tendenziell schon an recht prominenten Orten angelegt. Und man kann sehr davon ausgehen, dass diese prominenten Orte nicht im Wald gelegen haben, sondern irgendwie in der freien Flur, weil da, wo die Kelten direkt gesiedelt haben und allzu weit weg von ihren Siedlungen, werden ihre Nekropolen auch nicht gewesen sein. Da gab es keinen Wald. Die haben nämlich auch alles weggerodet, was halt so nah wie möglich an ihrer Siedlung dran war und sind dann immer weiter in die unberührte, mehr oder weniger unberührte Natur vorgedrungen und es gab immer weniger Wald, immer weniger Wald, immer weniger Wald. Irgendwann waren die Ressourcen sehr weit weg. Ihre Grabanlagen dürften also grundsätzlich immer auf freiem Felde gestanden haben. Die Bäume, die da jetzt draufstehen, die sind natürlich nicht von den Kelten, das sind ja ganz junges Zeug, sondern man hat irgendwann mal angefangen, gerade solche Grabhügel gerne mit Bäumen zu bepflanzen, um die eben vor Überfahrungen zu bewahren. Ja, also wenn die Grabhügel auf dem Acker stehen, dann kann theoretisch der junge Bauernsohn, was in keinster Weise abwertend gemeint ist, auf die Idee kommen, mit dem Traktor da drüber zu fahren. Machen junge Menschen. So, und dann geht da gegebenenfalls was kaputt. Und das will man nicht. Also was macht man? Man pflanzt Bäume drauf. Dann kann keiner mit dem Traktor drüber fahren. Dann kann keiner mit irgendwas drüber fahren. Dann ist das Ding relativ geschützt. Und da die ohnehin im Laufe ihrer Geschichte mehrfach mal wieder bewaldet gewesen sind, vielleicht dann auch nochmal kahlgeschlagen und dann wieder bewaldet und dann wieder kahlgeschlagen, ist ja auch egal. Jedenfalls, die sind es gewöhnt, dass da Bäume drauf wachsen, diese Hügel. Und wenn du jetzt nochmal zusätzlich Bäume draufstellst, macht das auch nicht mehr kaputt, als da ohnehin schon kaputt ist. Und deswegen hat man das eben als Sicherungsmaßnahme gerne gemacht, da Bäume draufgestellt. Was also nochmal so ein Indiz eben für mich gewesen ist, oh, die sind noch im alten Stil mit Bäumen drauf, als Sicherungsmaßnahme. Ja? Tatsache ist, warum stehen auf diesen Hügeln Bäume? Na ja, ganz einfach, weil man halt da eben sich nicht drum gekümmert hat. Die sind landwirtschaftlich nicht interessant, also macht man damit nichts. Und was kommt dann irgendwann? Wald. Also es ist schlicht und ergreifend natürliche Sukzession und nichts, was man da drauf gepflanzt hat, was man da unbedingt haben wollte. Mag sein, dass man da immer mal wieder die Bäume runtergeholt hat. Mag sein, dass man die auch mal gemäht hat, die Hügel, und das da mal eine Zeit lang verhindert hat, dass da Wald drauf wächst. Weil, wie richtig angemerkt wurde, die Bäume, die da draufstehen, sind jung. Wahrscheinlich wurde es dann irgendwann nicht mehr interessant, die Hügel für irgendwas zu benutzen, weshalb dann halt eben die Bäume dann da ungestört wachsen konnten. Jo, so, dann sollte man noch der Fairness halber erwähnen, weitere plausible Ideen aus den Kommentaren, also nicht die lustigen Ideen. Die lustigen Ideen sind auch toll. Vielen herzlichen Dank für die lustigen Ideen. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Herrn von Däniken auspacken und irgendwelche UFOs ins Spiel bringen. Sehr gute Idee, werde ich nächstes Mal auf jeden Fall dran denken. Weitere tolle Idee mit dem Supermaulwurfshügel. Das ist ja wirklich noch richtig realistisch, ja? Wenn wir jetzt wissen, was es ist, also in der Mitte ist ein Tunnel, sprich, das sind wirklich riesige Maulwurfshügel im Grundprinzip, ja? Weil ein kleiner Maulwurfshügel, also der vom Maulwurf oder auch Mulwerfer, wie er bei uns so schön heißt, der ist ja tatsächlich genauso angelegt wie im Grunde diese Stolleneingänge, die wir jetzt da tatsächlich haben, kommen wir gleich noch zu, in der Mitte ein Loch, ja? Dieses, und dann kommt er von unten und schmeißt von unten oben mal links eine Schaufel Erde raus, mal rechts eine Schaufel Erde raus, mal in der Mitte, mal Ding und häuft halt seine Erde kreisförmig um sein Loch an. Das wird natürlich immer höher, bröckelt gleichzeitig am Rand runter. Es entsteht ein charakteristischer Maulwurfhaufen. Genau das ist hier auch passiert. Deswegen, Riesenmaulwurf wäre eine verdammt plausible Erklärung. Ja? Also genau genommen wissen wir nicht, ob es nicht wirklich auch ein Riesenmaulwurf gewesen ist. Könnte also theoretisch durchaus auch sein. So, hat man sonst noch was Lustiges? Ja, das fliegende Spaghetti-Monster. Das ziehe ich auch gerne immer als höhere Instanz herbei, wenn ich mir nicht sicher bin. Ja. Gut, und dann die beiden realistischen Ideen, was es noch sein könnte, mal abgesehen eben von irgendwelchen Grabhügeln.
Ja gut, noch eine dritte muss ich noch kurz erwähnen. Irgendwelche Sachen aus dem Mittelalter im Grund, aufgrund dessen, dass da nebendran eben irgendwelche Burgen gestanden haben. Das hatte ich auch im Internet recherchiert. Es gibt bei Mohrungen wohl die Alt- und Neumohrungen oder so ähnlich. Ja, ich glaube, die müssten so heißen. Und das schließt, lässt natürlich darauf schließen, dass das Ding, die Region seit Mittelalter auf jeden Fall massiv besiedelt ist. Also wäre es auch vorstellbar, dass das also irgendwelche Wehrstrukturen aus dem Mittelalter sind. Gut, die Dinger stammen ja auch aus dem Mittelalter, das ist ja auch vollkommen richtig. Nur Wehrstrukturen sind es nicht und die stehen wahrscheinlich auch höchstens sehr sekundär eben mit der Burg in Verbindung, dass es halt eine Wirtschaftsmaßnahme gewesen ist, die halt auch als die Burg noch stand, nebendran halt stattgefunden hat. Aber eine direkte Verbindung sehe ich da nicht. Nichtsdestotrotz ist das Erwähnen der Burg auf jeden Fall auch ein prima Ansatz zur Recherche und das ist auch was, was ich gemacht habe, als ich darum recherchiert habe. Also auch dafür herzlichen Dank und ja, Lob, in Anführungszeichen. Ich tue mich schwer mit Lob verteilen, weil ich habe es ja selber auch nicht rausgefunden. Jetzt kann ich nicht vom hohen Ross aus hier Lob ausschütten. Das geht irgendwie nicht, aber es ist plausibel, ja. Es ist auf jeden Fall auch noch eine Idee. So, und dann haben wir die beiden, wie gesagt, anderen plausiblen Erklärungen. Da bin ich auch jeweils drauf gekommen, habe mir aber gedacht, das macht nicht wirklich Sinn. Einmal irgendwas Militärisches, sprich so ein Hügel ist meistens ein Bunker. Das ist auch durchaus in vielen Regionen, wo man halt unterwegs sein kann, tatsächlich so, dass so ein Hügel in irgendeiner Form ein Bunker ist. Flakstellung hat jemand gemeint, das ist auch gar nicht unrealistisch. Gerade bei mir in der Region gab es teilweise auch solche paar, so, ja, Hügel ist zu viel gesagt, aber so ganz leichte Erhebungen, die eben wohl Artillerie, Flak, kombiniert Artillerie oder Flakbunker gewesen sein sollen, wo gefühlt 3-4 Leute reingepasst haben und dann hätte man noch eine kleine Flak oder eine ganz kleine Artillerie irgendwie aufs Dach stellen können und von da aus das Tal beackern. Irgendwie so. Leider weiß da niemand was Genaueres und ich muss mich da mal nochmal mit auseinandersetzen. Ich habe mal damals in der 7. Klasse oder sowas dazu einen Vortrag gehalten und hatte alte Leute aus dem Dorf interviewt. Und das war sau spannend. Ich habe auch meine Unterlagen noch. Muss ich mir nochmal angucken. Aber Das ist ein Projekt für irgendwann, ja. Wir finden das alles spannend. Ja, vielleicht nicht alle von uns, aber viele von uns. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt erst wirklich erstmal nicht. So. Also die militärische Sache würde auch in der Anordnung der Hügel einfach keinen Sinn machen. Und was sollen die da tun? An der Stelle macht auch irgendwie keinen Sinn. Also abgesehen davon, dass es Hügel sind, gibt es dafür jetzt wirklich aus meiner Sicht keine großartige Vermutung. Ein mittelalterlicher Turmberg, das ist auch nochmal gar nicht blöd, dass man also da ja auch gerne so kleine Häufchen aufgeschichtet hat und da einen winzigen Turm, vergleichsweise winzigen Turm draufgestellt hat, einfach um die Umgebung besser beobachten zu können, überwachen zu können, so als Mini-Festung, wenn man so möchte, Vorposten bewacht, befestigter Vorposten, so in die Richtung. Ja, grundsätzlich möglich, aber nicht 20 Stück auf kleinstem Raum nebeneinander. Das macht keinen Sinn. Ja, aber trotzdem gute Idee, wie gesagt, nichts dran auszusetzen. Und dann wäre dann noch Lesesteinhaufen anzumerken. Das halte ich neben meiner Grabhügeltheorie und eben der Wahrheit für noch die plausibelste Lösung, weil was macht man, wenn man ein Feld hat, wo jede Menge Steine drin rumliegen, ja, das super steinig ist? Ja, man sammelt nach und nach die Steine einfach raus, bis man einen schönen, feinen Boden hat, in dem man wunderbar Landwirtschaft betreiben kann. Das kann man in Irland, Schottland, Nordengland zum Beispiel überall wunderbar sehen, dass die Landschaft da geprägt ist von diesen Steinmäuerchen, die jeweils die Felder markieren. Die bestehen einfach aus den Lesesteinen, die man im Laufe der Jahrhunderte aus dem eigenen Feld gekratzt hat, um sie dann eben zum Mauerbau zu verwenden. Dann sind sie wenigstens noch zu irgendwas gut und sie liegen nicht mehr im Feld rum und man macht sich den Pflug nicht dran stumpf. Das ist nämlich das Hauptproblem. Wenn das Feld zu steinig ist, machst du dir den Pflug stumpf. Für eine Bewirtschaftung im Sinne von die Pflanzen wachsen dann nicht, wäre es wahrscheinlich nicht mal so dramatisch, aber der Pflug, ne, die Bearbeitbarkeit des Feldes, das ist so der Hauptgrund. So, und wenn man keine Mauerchen damit anlegt, was macht man dann? Man macht große Häufen. Das gibt es zum Teil auch tatsächlich, dass solche großen Steinhaufen irgendwo mitten auf dem Feld liegen und einfach nur dazu dienen, dass man irgendwo ja die Steine hat hinlegen müssen, ne? Also das wäre durchaus
sicherlich auch eine plausible Erklärung. Nur eben die Menge dieser Häufen da zentriert mit diesen komischen Trichtern oben drin, das hätte mich dann auch nochmal sehr, sehr stutzig gemacht. Und vor allen Dingen die Dimensionen dieser Häufen für das Feld, was da drumherum ist. Ein oder zwei davon vielleicht so gerade noch so von der Menge her einfach, aber 20 sicherlich nicht. So, und damit wäre das dann auch ausgeschieden. Nicht, dass, weil das eine schlechte Idee ist, sondern weil es ist halt nun mal nicht so. Aber wie gesagt, ich wusste es ja auch nicht, also braucht sich niemand schämen. Und vielen Dank für die tollen Theorien und grundsätzlich sowieso herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Form mitgeraten haben, auch mit Sachen, die ich jetzt nicht weiter erwähne. Ne? So, und was ist es jetzt nun? Ja, Abraumhalden von Schiefer, Kupferschiefer, Tagebau, vermutlich mindestens 800 Jahre alt, 820 Jahre alt, weil urkundlich belegt ist, dass das wohl 1199 da losgegangen ist, beziehungsweise 1200, habe ich jedenfalls Quellen dazu gefunden, die das wohl so belegen. Wir wissen nicht, das wird wohl gerade auch noch diskutiert, ob die nicht gegebenenfalls noch viel älter sind und aus der Kupferzeit bzw. der Bronzezeit tatsächlich auch schon stammen. Ja? Dass man also noch weit, weit vor Mittelalter, weit vor Mittelalter da bereits so ein bisschen rumgeschürft hat. Wäre möglich, weiß ich nicht. Müsste man jetzt jemanden fragen, der damit Experte ist, aber eben mindestens 800 Jahre alt, gerade in dieser Region. So, dann vielleicht ist noch interessant, wie kommt denn da zum Geier der Kupfer hin und warum kann man an der Stelle einfach gefühlt ein paar Meter tief graben und hat dann Kupfer? Folgendes, es war einmal ein Kontinent, der hieß Laurussia. Der war noch aktuell bis vor 420 Millionen Jahren vor heute, irgendwie sowas, also im Devon. Wer das Devon nicht kennt, das ist die Zeit, wo die lustigen riesen Fischsaurier rumgeschwommen sind und alle Taucher gefressen haben. Deswegen gab es damals auch keine Taucher, weil die wurden alle von den Fischsaurier gefressen, genau. Und man hat auch mit Neopren versetzt Saurierdung gefunden, der das beweist. Nein. Egal. Also, damals hatten wir halt noch eine Einteilung der Erde in mehr oder weniger einen Südkontinent, einen ziemlich großen, und einen deutlich kleineren Nordkontinent. Und was war dazwischen? Naja, ein sehr großes Mittelmeer im Grunde. Das war also schon ein Binnenmeer, weil es so flach war, dass man da nicht von Ozean sprechen konnte. War vermutlich nicht, das ist alles, ne? Das ist ein bisschen her, deshalb erinnern sich manche Leute ein bisschen schwierig dran. Jedenfalls gab es in diesem Binnenmeer schon ein anderes Klima, als man das mit eben einem sehr tiefen, weitreichenden, marianengrabenhaften Ozean entsprechend erwarten kann. Und das hat natürlich dazu geführt, wann immer man irgendwo ein Meer hat, dass in diesem Meer regelmäßig Zeug abgelagert worden ist. So, das Meer hat auch einen Namen, aber der ist unaussprechlich, deswegen habe ich mir den immer nie gemerkt. Egal, irgendwas mit N. Besagtes Meer jedenfalls, da hat sich also jetzt alles, was auf dem Kontinent runtergespült worden ist, also auf Laurussia runtergespült worden ist, logischerweise in diesem Meer angelagert. Das ist heute auch nicht anders, was von irgendeinem Kontinent irgendwann mal runtergespült wird, landet im Meer, insbesondere derzeit Plastik. Früher waren das halt dann eher noch so andere Sachen, zum Beispiel Kupfer. Und das lagert sich dann natürlich am Meeresboden früher oder später an, insbesondere wenn es nicht schwimmen kann, anders als Plastik, und wird nach und nach in verschiedenen Schichten absedimentiert, nennt man das. So, und jetzt kommt es immer darauf an, wie alt ein Meer ist, was da jeweils abgelagert wird, beziehungsweise wie alt welcher Teil des Meeres ist, weil der Wasserstand ja bekanntlich durchaus schwanken kann und damit gibt es da unterschiedliche Bereiche des Meeres, in denen mal die älter sind, die jünger sind und so weiter und so weiter. Grundsätzlich muss man sagen, als mehr oder weniger erstes wird abgelagert das grobe Zeug, also Geröll. Das kommt aber normalerweise bis dahin gar nicht an. Das wäre was sehr Seltenes, dass da wirklich mal was Gröberes als nennenswerte Sandkörner abgelagert wird. Aber als nächstes kommen dann direkt die Sandkörner, dann kommt das etwas feinere Material, dann das ganz feine Material. Und wenn das Ganze dann super alt wird, dann beginnt plötzlich auch ja, totes Leben quasi da abgelagert zu werden. Und im Fall vom Meer sind das vor allen Dingen zum Beispiel Korallen, irgendwelche Krebse, Muscheln, Schnecken, sonstige Meeresbewohner, die ein Kalkskelett besitzen, ein Kalkexoskelett. Und das ist haltbar.
genau genommen ewig. Es sei denn, man erhöht den pH-Wert, senkt den pH-Wert vom Meer, dann geht nämlich das entsprechende Kalkgerüst kaputt und dann haben wir kein Great Barrier Reef und sonstiges Zeug mehr. Ist nur noch eine Frage von wenigen Jahren, dann ist das entweder tot oder weg. Die beiden Optionen gibt es, beides nicht schön. Egal, jedenfalls. Wenn man da also eben lange genug wartet, lagert sich dann am Meeresgrund irgendwann eine sehr dicke Schicht verschiedener Exoskelette von Meeresbewohnern in Form von Kalk eben entsprechend ab. Und damit haben wir im Wesentlichen das Zeug, was sich am Meeresgrund ablagern kann, auch genannt. Ne? Also Sand, noch sehr feiner Sand, noch viel feinerer Sand. Also Sand meint Silizium und noch ein bisschen Sauerstoff, was da dran hängt, also eigentlich nichts Spektakuläres. So, und es ist natürlich möglich, gerade wenn das auch dann feiner wird und zwischen dem Sand, dass dann da immer mal wieder auf was eingelagert wird, was ein bisschen interessanter ist. Und zwar hat man gefunden, kann man heute sehr schön nachweisen, in eben dieser Schicht, die gleich von Interesse ist, was ist da alles drin? Also, zunächst mal jede Menge Kupferverbindungen, Kupferschiefer, Kupfer was auch immer, das brauche ich jetzt gar nicht alles nennen, auf eine Tonne von dem Zeug, das interessant ist, abbauwürdig ist. Das ist übrigens ein bituminöser Mergel, was da abgebaut worden ist, auch nur zum mal gesagt haben. Da ist jedenfalls drin, also neben Kupfer. 5 Gramm Silber pro Tonne, das hat das also durchaus auch interessant gemacht. 5 Gramm Silber pro Tonne ist jetzt nicht viel, aber eine Tonne ist gemessen an Bergbaumengen, die man da rausgeholt hat, auch nicht besonders viel. Also ist das noch so ein kleiner netter Nebenverdienst, ja. Außerdem ist drum Vanadium, Molybdän, Cadmium, Germanium, Tellur, Kobalt, Selen, Rhenium und Gold. Oh, und Quecksilber und auch Arsen. Letzteres ist weniger schön, also die letzten zwei. Ja? So, und das ist also alles Zeug, was da im Laufe der Jahrmillionen der Zeit, als das da eben im Meer gewesen ist, da so reingeflossen ist. Ja? Das ist alles nicht viel, aber es wurde dann ja sehr kompakt zusammengedrückt, weil wenn so eine Schicht locker erstmal auf dem Meeresboden aufliegt und dann kommt die nächste Schicht drüber und 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 das geht dann ganz lange so weiter und irgendwann baut sich da oben eine ganz schöne Menge an und die drückt. Und das bedeutet, das wird super komprimiert und das heißt, wir kriegen dann irgendwann da auch alles rausgepresst, was nicht eben elementar was ist, was zu einem Mineral werden kann. Ja, so. Und jetzt hat dann irgendwann mal der südliche Kontinent von unseren beiden Kontinenten beschlossen, da kann man jetzt auch so sagen, mal so grob zwischen 380, je nachdem wie man fragt, und 420 Millionen Jahren zumindest spätestens, ist Gondwanaland auf die Idee gekommen, eben Laurussia mal so ein bisschen näher zu rücken. Und dabei gab es dann natürlich ein Aufeinanderdrücken der beiden Kontinente. Und was passiert dann? Das knautscht sich in der Mitte. Und was passiert dann? Das geht nach oben und nach unten. Nach unten ist nicht weiter schlimm, da wird es nämlich aufgeschmolzen und ist erstmal wieder Magma. Nach oben gibt es ein Gebirge. So. Und was haben wir jetzt? Ein Harz, unter anderem. Die meisten deutschen Mittelgebirge, insbesondere die in Deutschlands mittlerer geografischer Lage, die sind alle aus der sogenannten variskischen Gebirgsbildung. Das ist nämlich exakt der Prozess, den ich gerade halbwegs stümperhaft beschrieben habe. Sind die alle entstanden. Deshalb sind die auch alle mehr oder weniger gleich alt. Die variskische Gebirgsbildung hat so ziemlich jedes Gebirge, das wir komplett in Deutschland haben, in irgendeiner Form zumindest anteilig mit beeinflusst. Die Alpen sind erheblich jünger. Teile der Ersthebung, der ersten Hügelchen, die die Alpen mal waren, sind aber auch wieder aus der variskischen Gebirgsbildung. Der Schwarzwald ist zum Beispiel deutlich älter, das heißt, er war schon vorher da, wurde aber von der variskischen Gebirgsbildung noch auch ein bisschen mit beeinflusst. Also alles ist da in irgendeiner Form ein bisschen beeinflusst worden. Berge wie der Harz oder das Rheinische Schiefergebirge, also oder das Elbsandsteingebirge oder sucht euch irgendwas aus, ist völlig Wurst, ist alles variskisch geprägt. Sind, was wollte ich jetzt sagen, früher, genau, viel höher gewesen, einfach aufgrund dessen, dass da im Lauf der, je nachdem wie alt die sind, halt 24 Millionen Jahre oder sowas, jede Menge Wind drüber gepfeift ist, sag mal, drauf geregnet hat und nach die einfach runtergeschliffen worden sind, nennt sich Erosion, deswegen ist da jetzt gar nicht mehr so viel übrig, wie die ursprünglich mal hoch waren. Warum sind die Alpen also noch vergleichsweise hoch? Ja, weil sie jung sind. Warum ist der Himalaya hoch? Der ist auch recht jung. So.
So viel zu Geologie für Dummies, quasi vom Dummy für Dummies. Ich bin ja auch kein Geologe, aber ich finde es langsam interessant, nachdem ich jetzt vieles gefühlt ausgelernt habe, natürlich nicht wirklich, aber zumindest auf einem Level, dass ich noch weiter damit zu beschäftigen, zu sehr ins Detail geht. Das kann ich dann niemandem mehr erzählen und ich will es ja erzählen und deswegen ist das doof, beginne ich jetzt immer mehr mich für Geologie zu interessieren. Aber gut, ich fange erst an. So, ja, und jetzt haben wir also diese ganzen Schichten durch diese Gebirgshebung erstmal zusammengeknautscht, das heißt, es ist ein Kuddelmuddel, und dann hochgehoben. Und dabei krachen die dann auch noch auseinander. So, wir haben also jetzt eine Scherbenlandschaft verschiedener Scherben, verschiedener Schichten aus verschiedenen Zeiten, in denen verschiedenes Zeug in unserem Meer abgelagert worden ist. Also zum Beispiel ein Sandstein, komprimierter Sand, ne? Wir haben da einen Kalkstein, also das ganze Zeug, wo die Schnecken und so weiter, ne, gestorben sind, deren Überbleibsel. Wir haben da aber eben auch einen Tonschiefer. Ein Schiefer ist meistens was aus sehr, sehr, sehr kleinen Partikeln zusammengebackenes. Deswegen gibt es auch so eine schön dünne, schichtartige Struktur. Ein Schiefer hat jeder schon mal gesehen, da kann man auch Häuser mitdecken und sonst was mitmachen. Und da drin eingebacken ist halt gerne alles Mögliche. Deshalb findet man da auch super gerne Fossilien. Oder eben Kupfer zum Beispiel. Ne? Also ganz einfach erklärt. Ist natürlich in Wahrheit viel komplizierter. So. Ja. Und diese Schicht mit dem Schiefer, die liegt jetzt halt dann irgendwo in unserem Konsortium von verschiedenen Schichten im Boden am Rand vom Harz irgendwie rum. Dankenswerterweise eben am Rand von Harz liegt die relativ weit oben, weil in der Mitte, wo sich der Harz aufgetürmt hat, also die hohen Teile des Harzes, hat sich das Zeug ja nach außen geschoben. Und wenn sich das nach außen schiebt, dann kann es sein, dass eine Schicht, die normalerweise deutlich weiter unten ist, jetzt deutlich weiter nach oben zu liegen kommt. Lange Rede, kurzer Sinn, die Kupferschicht ist gerade an der Stelle, wo ich mich da per Zufall befunden habe, wahnsinnig weit oben. Das bedeutet, man muss nur sehr wenig tief graben, um da eben entsprechend dran zu kommen. Und das war dann also auch schon im Mittelalter relativ gut möglich. So, damit kommen wir hier zu meinem großartigen Zeichnung. Wunderschön, nicht wahr? Ich bin da unglaublich stolz drauf. Also, wir haben hier jetzt... Das soll so ein Querschnitt durch die Landschaft sein. Hier ist ein Tal, ja, da unten ist ein Fluss. Hier oben ist halt oberhalb vom Tal. Ich hätte da noch ein paar Bäumchen drauf machen können. Und in diesen verschiedenen geologischen Schichten, die wir hier jetzt haben, die habe ich jetzt nicht eingemalt, weil ich ein fauler Sack bin. Außerdem sind die alle langweilig, wie hier schön zu lesen ist, weil wir wollen ja nur die mit dem Kupferschiefer entsprechend haben. Befinden sich dann halt auch solche Schollen mit Kupferschiefer. Die müssen jetzt nicht so schön gerade sein, aber ungefähr so könnten die angeordnet sein. So, und die da oben, die ist halt super weit oben, kurz unter der Erdoberfläche, und da kann man runterbuddeln und sich dann da was abbauen. Ne? Andere Alternative ist, du gehst einfach hin, wo es Tal ist, dann ist das Ganze schön eingeschnitten und dann brauchst du eigentlich nur noch in den Hang reinbuddeln und bist schon direkt in der Kupferlage. Ja? Das ist also noch effizienter. Die beiden Sachen hat man im Grunde gemacht, auch schon im Mittelalter, beziehungsweise dann im späteren Mittelalter spätestens, ist man von oben gekommen. Als erstes hat man wohl eher den Hang angebuddelt, was wirklich sehr, sehr, sehr simpel ist. Und wie genau hat man das gemacht? Naja, man ist hin mit, Moment, muss ich nachlesen, ich kenne mich doch mit Bergmann-Begriffen nicht so wirklich aus, Fäustel und Eisen, sprich im Grunde was zum Draufkloppen und wie heißen denn die? Ein Eispickel. Pickel? Stemmeisen? Na, halt so ein Ding, wo du draufklopfst und damit dann gemütlich am Stein rumklopfst. Hat ja jeder schon 17 Millionen Mal gesehen in irgendwelchen schlechten Filmen oder sonst wie das damals ausgesehen hat beim historischen Bergbau, dass man da also wirklich mit primitivstem Werkzeug im Grunde auf der Felswand rumgekloppt hat. Ja? Was anderes ist da nicht passiert, bis 19. bis 20. Jahrhundert dann die ersten Pressluftwerkzeuge aufkamen. Weil da unten hättest du, selbst wenn du motorbetriebene Werkzeuge gehabt hast, hättest du damals nicht benutzen können, wärst du sofort erstickt. Deswegen die ersten wirklich Kraftwerkzeuge, in Anführungszeichen, die man unter Tage eingesetzt hat, habe ich jetzt gerade auch erst im Eisenbergwerk, ein bisschen weiter, habe ich besichtigt, erfahren, waren Druckluft. Ne? Alles Druckluft. Man hatte Druckluftlicht, man hatte Druckluftsäge, man hatte Druckluftbohrer,
was auch immer. Ne? Druckluftlicht ist übrigens auch sehr lustig. Da hast du eine Glühbirne, die gibt so halbwegs Licht und macht dafür einen Heidenlärm. Und Druckluftpumpe zum Wasser abpumpen und so weiter und so weiter. Das Problem ist, wenn du Löcher in die Erde bohrst und darüber ist Grundwasser, dann hat das die böse Eigenschaft, dass es runterfließt. Das heißt, das wird irgendwann nass im Bergbau. Kommen wir gleich noch zu. So, was hat man jetzt also? Man ist jetzt da einfach rein in eben diese Kupferschieferschicht, die irgendwo am Hang eben rauskam, hat man entdeckt, hat man festgestellt, oh toll, da ist Kupfer drin, können wir brauchen, können wir Bronze draus machen unter anderem, können wir auch für sonstiges Zeug brauchen, müssen wir haben. Außerdem Silber drin, finden wir toll. Also, was hat man gemacht? Man ist hin, ping, 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 ping und hat sich da ganz langsam reingearbeitet. So, das Blöde ist jetzt, dass diese Kupferschichten, auch wenn sie hier sehr groß sind, auf meiner großartigen Zeichnung, bloß 40 bis 50 Zentimeter hoch sind. Scheiße, ne? Das heißt, um ja halbwegs materialschonend und schnell vorwärts zu kommen, hat man Gänge gemacht, die eben auch so 50 bis 60 Zentimeter hoch gewesen sind. Sowas um den Dreh, ne? Also die Kupferschicht 35 bis 40 Zentimeter meistens, dieses richtig kupferhaltige Zeug. Das ist die richtige Zahl. Und die Schächte, in denen man gearbeitet hat, 50 bis 60 cm hoch. Klingt nicht sehr komfortabel, ist es auch nicht. Das bedeutet, wer der Rechtshänder war, ist da auf der linken Seite kriechend, damit er halt eben die rechte Hand, ne, wenn ich mich jetzt auf die linke Seite lege, dann kann ich mit dem rechten Arm relativ frei hantieren. Andersrum müsste ich mit dem linken Arm recht frei hantieren. Das hilft mir nicht so viel weiter, wenn ich irgendwie Fingerfertigkeit brauche. Ist man da also drin rumgekrochen, was anderes ist es nicht. Kriechen auf Händen und Füßen, auf Ellbogen und Knien vor allen Dingen eher und hat da pling, 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 pling nach und nach dieses Zeug abgebaut. Hatte dann so einen super niedrigen Wagen, den man hinter sich hergeschleift hat, der musste da ja auch noch reinpassen und konnte den dann quasi von einem Kollegen, der am Seil gehangen hat, halt regelmäßig zurückziehen lassen, beziehungsweise der musste ihn dann wieder reingeschoben haben. Irgendwie so muss das abgelaufen sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute da nebeneinander Platz hatten, habe ich keine Info zu gefunden. Theoretisch wäre es ja möglich, dass da 10 Leute nebeneinander bling, bling, bling gemacht haben. Wahrscheinlich aber eher nicht, weil das Ganze muss ja auch noch halten und soll nicht einstürzen. Also ich bin kein Bergmann, ja. Da müsste man dann den Experten fragen. Aber soweit, wie ich es jetzt erzähle, stimmt es auf jeden Fall. Details, kein Schimmer. Das hat sich landwirtschaftlich eben tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert mehr oder weniger mit dieser primitiven Methode durchgesetzt, weil was anderes gab es nicht. Und es war wirtschaftlich immer noch interessant, weil man halt eben genügend Kupfer und das ganze andere Zeug, Vanadium, Molybdän, Cadmium, bla bla bla, konnte man ja auch noch brauchen. Deswegen war das tatsächlich wirtschaftlich. So, aus politischen Gründen, nach dem 30-jährigen Krieg, gab es keine Regelung mehr, wer denn da eigentlich Bergbau betreiben darf. Bis dahin musste man da quasi der Chef sein, um Bergbau betreiben lassen zu dürfen. Nicht selber zu tun, sondern natürlich machen lassen. Und nach dem 30-jährigen Krieg durfte das im Grunde fast jeder. Und vermutlich, ja, nur vermutlich, das ist überhaupt nicht bewiesen, stammen unsere oberirdischen Maulwurflöcher eher aus der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, weil man dann eben kleinräumig versucht hat, noch was mitzunehmen. Als kleiner Mann, nicht an den Stellen, wo das Zeug super einfach dran zu kommen ist, weil da waren ja schon die großen Männer sozusagen, eben mit dem Vorlieb nehmen musste, was man noch als kleiner Mann kriegen kann. Und das bedeutet, man buddelt sich im Grunde einen tiefen Schacht. Ich habe das hier auch mal schön aufgemalt. Wunderschön, nicht wahr? Hier buddelt man sich einfach einen Schacht runter, baut sich da drauf irgend so eine lustige Krankonstruktion mit einem Eimerchen, lässt dann das Eimerchen darunter, stellt sich da selber hin, macht den Eimer voll, Eimer fährt hoch, man kippt das da rechts oder links oder hinten oder vorne, ist ja nur zweidimensional, dreidimensional zeichnen kann ich schon gar nicht, kippt man das halt eben entsprechend dahin und dann beginnt man hier bling, 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 sich da durchzuarbeiten und irgendwann ist man so weit, dass man ewig weit weg ist von da, also macht man einen neuen Schacht, beziehungsweise kommt von oben und macht einen neuen Schacht, wahrscheinlich kommt man eher von unten, sonst weiß man ja nicht, wo man da hingeht. Ich weiß nicht, ob die das auch ausmessen konnten. Vielleicht konnten sie es, ich habe keine Ahnung. Macht das Gleiche nochmal und macht wieder weiter. Pling, 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 pling. Und das macht man natürlich vielleicht auch noch in die andere Richtung. Also hier zu euch oder ins Buch rein. Und jedes Mal, wenn man da eben einen neuen Schacht nach oben anlegt, gibt es so einen Maulwurfhügel, schlicht und ergreifend. Das ist schon der ganze Zauber. Leider wirklich so simpel und so unspektakulär. Und warum labere ich darum da so lange jetzt um den heißen Brei rum? Naja, ich bin halt ich.
Fragt euch lieber, warum ihr das anguckt. Nee, alles gut. Ja, das, wie gesagt, ist der ganze Zauber. Theoretisch könnte es noch sein, dass es sich bei den Dingern um was handelt, einfach um Belüftungsstollen für viel tiefere Stollen handelt. Dass man da also einfach nur einen Durchbruch nach oben gemacht hat, damit da ein bisschen Luft reinkommt. Das wäre auch noch vorstellbar. Ja? Gut. Jetzt kann ich noch kurz erzählen, als man dann immer weiter rein ist in den Berg, insbesondere von der Talseite, ne, vom horizontal rein ist, da wurde es dann immer mehr zum Thema, dass halt das Wasser von oben, wie gesagt, da durchkommt. Da musste man zusätzliche Entwässerungsstollen anlegen und irgendwann hatte das dann die Ausmaße von einem richtig krassen Bergwerk wohl erreicht und wurde immer komplizierter. Aber der kleine Mann, ja, im kleinen Dorf, das damals vielleicht auch schon Mohungen geheißen hat, der hat halt eben sich mit diesen oberflächlichen Abbauvarianten begnügen müssen und eben durch den glücklichen Zufall, dass gerade da in diesem Bereich Mohungen und die nächstgrößere Stadt Sangerhausen, in diesem Bereich das Zeug eben so weit oben anliegt, dass das da geht. Ja, das ist ziemlich einmalig. Strukturen, wo wir wertvolle Erze weit, weit oben haben, sind scheiße selten. Und insbesondere, wenn es die mal gab, dann sind sie jetzt schon längst abgebaut. Also man muss da jetzt nicht auf die Suche gehen, in der Hoffnung, dass man da noch was findet. Mal gucken, was haben wir noch aufgeschrieben? Gibt es noch was Wichtiges? Achso, die Kuhlen auf den jeweiligen Hügeln, das ist einfach der eingebrochene Schacht. Ja? Wenn man da nichts mehr macht, dann bricht der Schacht natürlich irgendwann ein. Dann gibt es logischerweise da, wo er eingebrochen ist, einen Trichter bzw. eine Vertiefung. Also nichts Grabräuber, der da irgendwie zu einer Grabkammer wollte. Wenn das aber Grabräuber gewesen wäre, der zur Grabkammer wollte, dann sieht das halt wirklich genauso aus. Das kannst du auf den ersten Blick überhaupt nicht unterscheiden. Genau, ich habe doch noch was. Tut mir leid. Folgendes. Man hat jetzt auch mal diese ganze Landschaft mit diesen verschiedenen Abraumhalden aus diesem diversen Kupferschieferabbau vegetationskundlich untersucht und sich mal angeschaut, was wächst denn da. Und da hat man festgestellt, das ist hochgradig interessant, weil da kann man untersuchen, wie Pflanzen auf Schwermetall im Boden reagieren. Weil, wie gesagt, was hat man da alles rausgeholt? Ja, neben Kupfer auch jede Menge Blei, Arsen und sonstigen Mist. Also lauter Zeug, was so ziemlich für jedes Lebewesen nicht gerade besonders gesund ist, um nicht zu sagen ziemlich tödlich. So. Das bedeutet, auf diesen Abraumhalden, die man eben hat, von einem kontinuierlichen Zeitraum von 1200 nach Christus bis gefühlt gestern, weil man da auch zu DDR-Zeiten wohl noch einzelne Sachen abgebaut hat, kann man sich wunderbar angucken, wie ist die Vegetationsentwicklung auf eben solchen Abraumhalden, je nachdem, wie viel Schwermetall da jeweils noch drin ist, wie entwickeln sich die Pflanzen. Ja, gibt es schon wieder Wald? Gibt es keinen Wald? Gibt Schwermetallrasen, der heißt tatsächlich so, das ist der Fachbegriff, der dann nur aus sehr, sehr, sehr anpassungsfähigen Pflanzen besteht. Und das ist natürlich für die Wissenschaft ein gefundenes Fressen und kann auch für technische Anwendungen, die heute eine Rolle spielen, überaus interessant sein, in diesem Bereich zu forschen, weil man da auf erster Hand sehen kann, welche Pflanzen kriegen Schwermetalle am besten aus dem Boden raus. Du musst nur Bodenproben nehmen, gucken, welche Pflanze steht da, schauen, wie alt ist das Bergwerk dazu und schon kannst du dir Pi mal Daumen errechnen, wie viel Schwermetall hat welche Pflanze über welchen Zeitraum quasi aus dem Boden rausgeholt. Blöd bloß, was so ein bisschen die Sache verkompliziert, nicht unmöglich macht, geht trotzdem, aber ist, dass die, je älter sie werden, die Abraumhalden, umso mehr fieses Zeug ist da drin, weil man hat mit der alten Metalltechnik, also mit der alten Erdschmelztechnik, da im Prinzip wirklich nicht viel mehr als den Kupfer rausholen können. Vielleicht hat man sich noch versucht, an das Silber ranzukommen und der ganze andere Kram, der liegt halt noch auf der Abraumhalde. Die moderneren Abraumhalden, die haben halt so ziemlich alles rausgeholt, was irgendwie wertvoll ist und da liegt nur das auf der Abraumhalde, was man wirklich überhaupt nicht hat verwenden können. Das heißt, moderne Abraumhalden sind nicht so giftig wie alte Abraumhalden. Dafür sind alte Abraumhalden halt eben viel älter. Ihr seht, das ist also wirklich nicht ganz so einfach.
Und ich muss da auf jeden Fall jetzt noch mal hin. Jetzt auch durch die Recherche. Ich werde noch häufiger in die Gegend fahren, aber jetzt nicht speziell nach da wäre ich nicht noch mal, wenn jetzt nicht eben die Sache gewesen wäre, gerade mit eben jetzt dieser Recherche. Und da will ich mir nämlich gerne die entsprechenden Naturschutzgebiete an diesen Abraumhalden angucken, so nah ran, wie man jemals darf. Das sind super empfindliche Pflanzenzusammensetzungen. Wenn da jeder drauf rumtrampelt, dann sind die ganz schnell kaputt. Erst recht, wenn man da draußen Motocross-Strecken und Ähnliches macht, gibt es nämlich auch gerne, gerade auf solchen Abraumhalden. Und da muss man vorsichtig sein, aber das ist also auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessant. Und sollte ich, wenn ich da dann nochmal bin, zufällig die Kamera dabei haben, gibt es dazu dann selbstverständlich auch noch einen kleinen Nachtrag. Und jetzt habe ich wieder mal viel zu lange und viel zu viel um den heißen Brei herum erzählt. Das sind so die wesentlichen Fakten, die wir jetzt zu unseren geheimnisvollen Hügeln wissen. Und damit darf ich mich verabschieden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe mal, dass ich das zeitnah noch hochlade und dann noch Wochenende ist. Und dementsprechend macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mitgerätselt haben und auch mich eben wirklich auch aufgeklärt haben. Ich lerne unglaublich gerne dazu. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank und tschüss.